Jenfelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und ich bin jetzt verbunden mit Reinhard Brunner. Und den Reinhard, den kenne ich schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre. Er ist auch Pastor und wir sind zusammen in so einem Stammtisch von Pastoren verbunden. Und wir hatten auf verschiedenen Ebenen schon Begegnungen. Und neulich bekam ich mit, dass Reinhard forschte zum Thema Verschwörungstheorien. Und weil das wirklich ein aktuelles Thema ist, eins, das auch mich beschäftigt, dachte ich, lass doch mal, oder habe ihm auch gesagt, lass doch mal einen Podcast drüber machen. Und wir kommen also gleich zu Verschwörungstheorien, aber einfach damit die Leute auch ein bisschen wissen, wer du bist, wenn sie dich nicht sowieso schon kennen. Lieber Reinhard, ich habe gesagt, du bist Pastor. Was für eine Gemeinde hast du? Meine Gemeinde heißt Evangelische Projektgemeinde Jesus Friends. Wir sind hier in Hamburg, also Thies und ich, wir kennen uns hier aus Hamburg, aus dem Kollegenkreis. Und das ist eine Gemeinde Neugründung. Also meine Frau und ich, wir haben diese Gemeinde gestartet vor über 15 Jahren. Das ist schon lange her, es ist keine Gründung mehr, aber wir haben das tatsächlich von null auf aufgebaut, weil wir ein Anliegen hatten für Menschen, die sich schwer tun mit Gemeinde, und wir wollten da einen neuen Zugang schaffen, haben vor allem in den Anfangsjahren viel experimentiert, hatten Gottesdienste in kleinen Theatern, in gastronomischen, also im Lokal, und sind aber in der Zwischenzeit an einem ganz tollen Ort, nämlich in der Jerusalemkirche am Schlump, die Hamburger werden das kennen, und sind da in einer fröhlichen Kooperation mit der Jerusalem-Gemeinde und haben das gemeinsame Ziel, diesen Ort geistlich zu erhalten und zu bespielen und zu einem geistlichen Ort zu machen. In dieser tollen Lage, so zwischen Eimsbüttel und Schanze und Hohe Luft. Das klingt ja super spannend und ist es auch. Also ich kenne deine Gemeinde ja auch ein bisschen, weiß, das ist eine tolle Arbeit, und so wie ich das wahrnehme auch, dass ihr speziell auch Künstler und Leute aus diesen kreativen Bereichen erreicht, was Kirche ja häufig nicht tut sonst, normalerweise auf breiter Ebene. Und das, finde ich, ist eine großartige Idee und auch eine großartige Realität, die ihr da geschaffen habt und die Gott durch euch geschaffen hat. Du bist aber ja auch noch Dozent in einer theologischen Ausbildungsstätte in Marburg. Was ist da dein Job? Also das geht auf ganz kleiner Sparflamme. Das ist ein Modul im Mastermodul Evangelische Theologie alle 2 Jahre. Also mit einem ganz kleinen Finger mache ich das so nebenbei. Ist keine richtige Tätigkeit, aber es macht mir viel Spaß. Da sind Leute, die berufsbegleitend einen Master in Evangelischer Theologie machen. Also Leute, die schon ein paar Jahre im Beruf sind. Um mit denen nochmal zu arbeiten, die nochmal ein Stück innehalten und sich weiterbilden wollen. Und mein Gebiet, also mein Thema heißt Gemeindeaufbau oder Gemeindebau im postmodernen und urbanen Umfeld. Also ich habe einen Kollegen, einen Professor, der macht so den Theorieteil, postmoderne Wirklichkeit als philosophisches Konstrukt, und ich mache den praktischen Teil Gemeindeaufbau oder Gemeindebau, Gemeindeentwicklung unter diesen Bedingungen, städtischer Bereich und unter den Bedingungen der Postmoderne. Und mit diesen Kenntnissen, die du ja da erworben hast und die du professionell vertrittst, haben wir dich ja auch schon bei uns in der Gemeinde gehabt, im Kirchengemeinderat, Seminare mit dir, Beratung, um gemeinsam daran zu arbeiten, Kirche und Stadt im Grunde. Und da haben wir deine Hilfe als sehr professionell und uns auch fördernd und weiterbringend erlebt. Kann ich nur empfehlen, genau. Dich dafür anzuheuern. Praktisch neben dem, der als Dozent im Grunde mit, da ist übrigens die Dozententätigkeit letztlich auch entstanden, über die Arbeit mit Kirchengemeinderäten, mit Leitungsteams in Gemeinden. Okay,
Dann wissen die Leute jetzt schon mal ein bisschen mehr über dich. Und was sie auf jeden Fall wissen, ist, du bist ein sehr kompetenter Theologe. So nehme ich dich jedenfalls wahr. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Thema Verschwörungstheorien. Einfach mal zur Definition. Wie würdest du sagen, wie definiert man eine Verschwörungstheorie? Also eine Verschwörungstheorie, das wird gerne auch mal als Schlagwort benutzt, so als Kampfbegriff von Verschwörungstheoretikern einem um die Ohren gehauen, nach dem Motto, du hast dich nur nicht richtig schlau gemacht und wirfst mir jetzt Verschwörungstheorie vor. Hallo, Verschwörungstheorie ist einfach nur das, was du selber nicht wahrhaben willst. Aber das stimmt nicht. Also eine Verschwörungstheorie, es gibt klare Kriterien, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Es gibt da ein tolles Buch von einem Philosophen, da habe ich mal ein bisschen reingeguckt, der heißt Jan Skudlarek und der spricht eigentlich vor allem von drei Merkmalen, was ist eine Verschwörungstheorie, und er sagt, allen Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass wir im großen Stil belogen werden, also die große Lüge. Mhm. Wir Menschen werden im großen Stil belogen. Es gibt eine Wahrheit hinter der Wahrheit und wir lassen uns alle einlullen und folgen der Regierung wie die Lemminge. Also die große Lüge. Das zweite ist eine existenzielle Bedrohung. Also eine Verschwörungstheorie ist immer alarmierend. Es geht immer ums Ganze. Es geht um Leben und Tod. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden wir alle eingesackt und kommen um. Also eine große Lüge, die existenzielle Bedrohung und es hat sowas Transzendentes, dunkle Mächte, die Vorstellung von einer Gruppe, die böse Absichten verfolgt. Also ob es die Regierung ist oder das Weltjudentum, ja, ist ja auch ein Klassiker. Also letztlich auch etwas Konspiratives, ist, was sich gar nicht so richtig mit Fakten belegen lässt. Es ist etwas Geheimnisvolles, ja. Und was würdest du sagen, woran erkennt man das? Also ich sag mal, wenn man vor 30 Jahren in der DDR gelebt hat und das Staatsfernsehen geguckt hat und dann plötzlich Informationen bekam über die Weltsicht des Westens, dann ist das ja auch so ein ganz anderer Blick auf die Wirklichkeit, auf die politische Wirklichkeit gewesen. Und da hätte man ja auch aus Position der DDR-Regierung sagen können, ja, das ist alles eine Verschwörungstheorie, sind alles falsche Fakten, Fake News. Aber es war es ja nicht, sondern es mag sein, dass das da auch nicht alles wahr war, aber grundsätzlich ist ja die Weltsicht des Westens keine Verschwörungstheorie gewesen und hat sich nachher ja auch als die erwiesen, die sich durchgesetzt hat. Was würdest du sagen, woran erkennt man eine Verschwörungstheorie? Naja, also ich habe drei Punkte so genannt. Ne? Also es geht um die große Lüge. Also wir werden im großen Stil betrogen. Es geht um diese existenzielle Bedrohung. Unser Leben ist in Gefahr. Und auch diese konspirative Gruppe, die sich, das ist ja alles immer unklar, die verabreden sich da, ja, und sind alle einer Meinung und nirgends kommt es ans Licht, aber ich hab's durchschaut. So begegnen uns das ja immer. Und woran erkennt man das? Vielleicht so ganz praktisch, wenn man mit so Leuten zu tun hat, es gibt so ein Bauchgefühl. Mhm. Die erzählen dir was und du denkst, wieso lasse ich mich so lange blenden, aber mein Fitnesstrainer oder mein Nachbar oder der, den ich über die Kirche kenne, hat das alles durchschaut. Das ist ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja? Wie können die sich, also es gibt so, also bei mir, das ist so ein Bauchgefühl. Aber man bleibt oft mit schlechtem Gefühl zurück, weil die ja sehr belesen wirken und plötzlich Argumente auf den Tisch hauen, meistens in so einer Überrumpelungssituation, ja, in der Umkleide beim Sport, über den Gartenzaun. Und dann warst du auch nicht so richtig, ja, habe ich jetzt irgendwie auch keine Fakten, ja. Mhm. Okay, verstehe.
Also im Grunde der Unterschied zur DDR-Regierung, die konnte man ja wahrnehmen. Die konnte man im Fernsehen sehen, deren Schriften gab es. Und hier ist die Theorie eigentlich, dass es innerhalb des Systems eine Gruppe von Erleuchteten gibt, die in Wirklichkeit die Macht haben. Und dass das also ein großes Geheimnis ist. Und klar, das ist doch ein deutlicher Unterschied zu dem Beispiel, das ich nannte. Wie entsteht denn so eine Verschwörungstheorie? Also Verschwörungstheorien kann man in der Geschichte auch sehen, entstehen dann, wenn in Krisenzeiten. Also was wir jetzt gerade erleben mit der Corona-Krise, ist der Klassiker. Krisen lösen Ängste aus, führen zu Unsicherheit und Menschen sind auf der Suche nach Erklärungen. Klar. Klar, wir suchen nach Erklärungen und wir wollen die Welt erklären, das gibt uns Sicherheit und in dieser Gemengelage entstehen einfache Erklärungen auf komplizierte Zusammenhänge. Es klingt dann so einfach. Der Klassiker ist auch, es werden Sündenböcke gesucht, ja. Die Juden. Ich bin arbeitslos, die Juden sind schuld. Überfremdung, der Islam. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Ja. Ist das nicht Okay. irre? Und die Politiker jetzt im Moment, gerade im Angesicht von Corona, sagen, wir wissen es im Moment auch nicht. Wir können euch alles sagen, was wir wissen, aber wir wissen auch nicht die Antwort auf die Frage, die so viele stellen, wann ist das denn alles mal wieder zu Ende? Keiner weiß es. Liegt in der Natur der Sache und Verschwörungstheorie gibt einem die Hoffnung, doch Antworten zu bekommen, wo verantwortliche Leute im Moment keine Antworten geben können. Genau, wir neigen dazu, wir wollen natürlich, wir wollen unser Leben irgendwie in den Griff kriegen. Die Wahrheit heißt aber, und das ist ja die Erfahrung dieser Krise jetzt auch, in der wir gerade alle, wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir haben Ja. unser Leben nicht im Griff. Und aber das Bestreben des Menschen ist natürlich, sich das alles zu erklären und sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und wenn dann einer kommt mit einer kleinen, in so einem komplizierten Zusammenhänge, wo Experten unterschiedlicher Meinung sind, wo Länder, die Regierungen von Ländern unterschiedliche Lösungen finden, und dann kommt einer und sagt, ja, Bill Gates ist schuld, nimmt man dankbar an, weil man es irgendwie verstehen kann. Also eigentlich kann man es ja nicht verstehen. Eigentlich ist es ja unglaublich. Es ist auch unglaublich und natürlich Blödsinn. Aber es klingt verlockend. Es klingt verlockend. Nun ist es ja so, diese Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, die im Moment sich bei vielen Leuten zeigt, die macht ja offensichtlich, das können wir beide als Gemeindepastoren sagen, bei den Christen auch nicht Halt, sondern wir kennen beide Leute, die da tief drin sind und Christen sind und zu Gemeinden gehören. Wie würdest du das theologisch einordnen? Dürfen die das eigentlich oder sollen die das sogar sich mit sowas beschäftigen? Was können wir von der Bibel her, zum Thema Verschwörungstheorien sagen? Also ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht in dem Zusammenhang, weil ich muss sagen, ich bin jetzt kein Experte. Ich bin einfach jetzt durch meinen Gemeindedienst drauf, stoße ich bin ich in Diskussionen, Menschen fragen mich, ich nehme das bei anderen wahr und habe gesagt, ich muss mich damit beschäftigen. Und ich bin auf ein paar schöne Bibelstellen gestoßen. Zitiere ich mal. Kolosser 2, Vers 8. Liebe Christen, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen, aber nicht Christus. Oder Hebräer 13, 9. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festigen. Will sagen, also erst
solche Philosophien, solche Theorien gab es schon immer, auch schon zu biblischen Zeiten. Und die Bibel warnt Christen und sagt, Leute, wir sind Christen, wir brauchen das und wir sollen das nicht glauben. Und ich sag mal, wir sollen uns nicht davon zu viel damit beschäftigen. Hinzu kommt, was heute ja dazu kommt, ist, aber man könnte ja fragen, hat das eigentlich zugenommen? Die Theoretiker sagen, nein, es hat, also Verschwörungstheorien haben nicht zugenommen, allerdings sie sind sichtbarer geworden durchs Internet. Und was bei sozialen Medien da hinzukommt, weiß man ja, durch diese Algorithmen, wenn ich mich mit einem Thema öfter beschäftige, liefert mir der Computer immer mehr von diesen Themen. Und ich befinde mich, die nennen das eine Filterblase, ich befinde mich in so einer Blase und nehme nur noch diese Themen wahr. Und die fange ich an zu glauben, weil ich glaube, das umgibt mich ja. Und Menschen, die wenig Außenkontakte haben, gerade jetzt wieder, ne, Corona-Zeit, und sich nur noch damit beschäftigen, befinden sich in so einer Spirale und rutschen immer tiefer. Also ich glaube, dass die Bibel uns davor warnt, sich nicht mit diesen Theorien zu beschäftigen. Vor allem dann, wenn man dafür anfällig ist und verunsichert ist. Das tut euch nicht gut. Was die Bibelworte hier sagen ist, wir haben Christus. Gottes Gnade wird uns festmachen. Folgt Christus und nicht diesen Ideen. Macht euch an Christus fest. Das ist eigentlich so die Botschaft. Ja. Also ich würde vielleicht noch ein, zwei Gedanken ergänzen. Ich bin ja auch Theologe. Einmal finde ich von Römer 13, wo es heißt, dass wir uns als Christen der staatlichen Macht unterordnen sollen. Das ist jetzt zu einem Zeitpunkt geschrieben worden, da war gerade ein übler römischer Kaiser, der sogar Christen verfolgt hat, an der Macht. Und denen sollten sich die Christen unterordnen, weil sie von Gott eingesetzt sind. Und die Verschwörungstheorien heutzutage, die gehen ja oft davon aus, dass unsere Regierung, dass es in Wirklichkeit Marionetten, Strohpuppen der eigentlich Regierenden sind. Nein, so sollen wir als Christen unsere Regierung nicht sehen, sondern wir sollen uns ihr unterordnen, außer wenn sie uns zu Dingen bringen will, die gegen Gottes Gebot verstoßen. Aber solange gilt erstmal, wir als Christen ordnen uns unter. Wir beten sogar für unsere Obrigkeit. Und 1. Korinther 13, wir glauben das, was sie sagen, weil wir als Christen immer zuerst glauben und vertrauen. Und das soll unsere Haltung sein, eine total positive Haltung und keine von ich weiß alles besser und die doofe Merkel, sondern ich soll diese Frau als meine Regentin ehren und für sie beten. So, das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Und das andere ist, es gibt ja im christlichen Glauben so etwas, was eine Ähnlichkeit hat zu Verschwörungstheorien, nämlich dieses Wissen, dass das Eigentliche ist unsichtbar. Gott ist unsichtbar, der Teufel ist unsichtbar, die Engel sind unsichtbar, die Dämonen sind unsichtbar. Unser Kampf als Christen ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, also gegen geistliche Kräfte. Und damit ist es aber auch schon gesagt. Also wir sollen uns nicht um Bill Gates und die sonstigen Verschwörungen und all das Gedanken machen, sondern wir sollen beten zu unserem Gott, ihn anbeten und damit in diesen geistlichen Kampf eintreten. Und das ist unsere Waffe, das Gebet und die Nähe zu Gott und nicht das Austauschen von irgendwelchen Geheimlehren. Wir haben genug damit zu tun, unseren Glauben zu leben, Leuten Jesus zu bezeugen und für sie zu beten. Und das andere ist überhaupt nicht unser Auftrag, uns darum zu kümmern. Genau, wir kommen jetzt so ein bisschen ins Gespräch. Na, ich würde sagen, Römer 13 finde ich gut, ja. Ein Grundvertrauen, vor allem wenn man die Regierung kennt, die also unsere in Deutschland demokratisch gewählt. Ich würde sagen, ja, aber nicht unkritisch. Mhm. Also ich darf ja, also
kritisch begleiten, finde ich ganz wichtig. Auch wir als Kirche sind ein wichtiges Gegenüber zur Regierung oder wir als Christen. Aber so ein Grundvertrauen, ich glaube übrigens, dass also Vertrauen, Grundvertrauen und so eine Verschwörungsgedanken, das hat viel miteinander zu tun. Und genau, und naja, Verschwörungstheorie und Glauben, wenn man mit so Leuten spricht, muss ich sagen, meine Erfahrung, man bleibt immer mit einem schlechten Gefühl zurück. Mhm. Es ist immer ein schlechtes Gefühl. Und ja, wir Christen haben auch eine tiefere, eine andere Weltsicht, eine größere Wahrheit als das, was mit Händen zu greifen ist. Es ist was zutiefst Positives, es ist was Hoffnungsvolles, es ist was Mutmachendes. Und das finde ich, also ich kann nur sagen, Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Das Bauchgefühl stimmt nicht. Wenn du mit so Leuten redest, das ist immer anstrengend, negativ. Ja. Ja. Aber wir müssen diese Gespräche auch manchmal führen. Also ich glaube, dass eigentlich geht es ja immer um etwas dahinter. Die Theorie ist oft nur etwas vorgeschoben. Es geht eigentlich gar nicht darum. Es hat viel mit, also Menschen, die Verschwörungstheorien glauben oder verbreiten, haben, sind verunsichert, haben Angst, sind oft einsam, sind irgendwie raus aus der Gesellschaft mit wenig Kontakten. Ja, haben wir vorhin schon gesagt, das verstärkt das dann alles noch. Aber es könnte sein, dass wenn mir so ein Nachbar, ein Sportskollege so immer so kommt, dass ich der einzige Kontakt noch bin, der einzige, der ihm zuhört. Und wenn man die Kraft hat, sich dem zu stellen, ist es auch wichtig, diesen Kontakt zu halten. Ich finde, das ist eine interessante Ebene, die du da reinbringst. Was ist eigentlich mit diesen Leuten los und wie können wir denen helfen? Ich empfinde das auch so, dass manche dieser Verschwörungstheoretiker, ich weiß nicht, ob alle, aber bestimmt eine große Zahl von denen, die ich kenne, das wie eine Droge benutzen. Also sie gehen rein in diese Verschwörungstheorie, weil sie die harte Realität nicht aushalten. Und weil das eine Welt ist, die Welt der Verschwörungstheorie, in der sie die Starken sind, die sich auskennen und nicht die Schwachen, die dem, was kommt, ausgeliefert sind. Also das ist dann auch oft mit psychischen Belastungen verbunden, genau. die sich darin ausdrücken, bis hin zu Paranoia, zu Ängsten, die man scheinbar durch diese Verschwörungstheorie irgendwie in den Griff zu kriegen meint. Und deswegen sehe ich das genauso, dass gerade unser Auftrag als Christen ist, nicht sich abzuwenden oder sich über diese Leute lustig zu machen oder ihnen die Wahrheit um die Ohren zu hauen, sondern wo es möglich ist und wo es unsere Energie zulässt, wirklich uns Zeit zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und am besten nicht so lange bei der Theorie zu bleiben, sondern mit dem Menschen zu reden, zu gucken, wie geht's dir eigentlich und was treibt dich an und was ist dein Innerstes? Und das ist dann auch eine Möglichkeit, Zeugen für Jesus zu sein. Genau, das sollte man immer im Blick haben, dass es eigentlich um den Menschen auch dahinter geht. Können wir gleich nochmal dazu kommen. Ich würde vielleicht schon nochmal gerne ein paar Sachen sagen, was man tun kann, weil man ist ja irgendwie auch ich bin, fühle mich oft hilflos. Also ich erinnere mich an eines, liegt schon länger zurück, hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, an einen Freund, wir sind Kommilitonen, haben zusammen studiert. Er ist in eine ganz schwierige Richtung gedriftet. Und ich habe eine Situation vor Augen, wo ich sagte, hey Thomas, ich muss mich hier abgrenzen. Ich möchte das nicht mit dir besprechen, aber möchte dir sagen, dass du mir wichtig bist. Lass uns Frisbee spielen. Das war im Grunde ganz traurig, weil wir waren Kommilitonen, befreundet. Wir finden nicht mehr auf einen Nenner, aber wir haben zusammen nur noch Frisbee gespielt und haben wenigstens noch Frisbee gespielt. Frisbee, ja, man steht so 20 Meter auseinander, man kann sich nicht unterhalten. Das war das Minimum. Aber so weit kommt das manchmal. Und man muss sich, es ist auch erlaubt,
möchte ich den Zuhörern hier oder Zuschauern auch sagen, es ist erlaubt, sich abzugrenzen. Leute, es gibt Leute, die sind so tief drin, die sind so vehement, so übergriffig auch. Man darf sich hier abgrenzen. Schwierig ist, mit so Vorwürfen zu kommen, du bist da so alles Quatsch, was du erzählst, aber du bist da durchgedreht. Da wird es oft schwierig, das heizt richtig an. Hilfreich sind so Ich-Botschaften. Du, das überfordert mich. Oder lass uns, ja, wir haben so einen Freund hier, meine Frau und ich. Meine Frau ist auch beruflich mit ihm, hat mit zu tun. Es ist vielleicht wichtig zu sagen, lass uns auf der Sachebene professionell zusammenarbeiten, aber bitte, ich möchte nicht, dass das Thema zwischen uns ist. Sowas darf man sagen. Und das ist auch wichtig, damit lehnt man den Menschen nicht ab, sondern nur dieses Thema. Ansonsten, zurückfragen ist gut. Ohne Ironie, ohne Arroganz und Überheblichkeit, den anderen lächerlich zu machen. Wenn man die Kraft hat und die Zeit hat, ihn erzählen lassen und so ein bisschen zurückfragen. Ja, okay. Bill Gates hat die Weltgesundheitsorganisation gekauft. Ist ja interessant. Was denkst du, wie der das geschafft hat? Einfach mal interessiert zurückfragen und Leute erzählen lassen. Vielleicht kommen sie auf den Trichter, dass das vielleicht doch alles ein bisschen durchgeknallt ist, das zu glauben. Aber man muss da Zeit mitbringen und man muss wissen, ob man der Situation gewachsen ist. Mhm. Ganz schwierig ist, also manchmal kann man sich auch nicht abgrenzen. Manchmal kommen die eigenen Kinder in so einen Strudel oder Menschen aus der Familie. Da kann man sich ja nicht immer abgrenzen. Das sind schon schwierige Situationen. Vielleicht muss man da auch so ein bisschen Hilfe holen und sich begleiten lassen, weil man merkt, eigentlich bin ich dem nicht gewachsen, muss mich aber dem stellen. Das ist ja oft so in solchen Situationen, wenn man Leute begleitet, die problembelastet sind, dass man gucken muss, wie viel Zeit kann ich einsetzen, wie viel Nähe kann ich zulassen. Und wo fängt es an, dass ich selber in so einen Strudel reinkomme? Nicht, dass ich jetzt davon überzeugt werde, aber dass ich merke, diese Person, die kostet mich jedes Mal Kraft und dass ich Zeit mit ihr verbringe, das bringt der gar nichts. Also da brauchen wir wirklich ein Händchen dafür oder christlich gesagt Leitung durch den Heiligen Geist oder menschlich gesagt, dass wir das vielleicht auch nochmal mit einer weiteren Person durchsprechen, damit uns das nicht zusätzlich fertig macht, sondern damit das, was wir dann einsetzen, der anderen Person auch wirklich helfen kann. So. Also was ankommen wird, was immer eine Botschaft ist, ist Zuwendung und dass man selber das kommuniziert, zu verstehen gibt, es geht immer um etwas dahin. Also Verschwörungstheoretiker haben immer ein eigenes persönliches Interesse. Es geht eigentlich sekundär um so eine Theorie. Mhm. Das ist nur das Mittel. Eigentlich geht es darum, ich bin verunsichert, ich habe Angst, ich möchte die Welt verstehen, ich möchte mein Leben wieder ein Stück Sicherheit erfahren. Darum geht es letztlich. Und andere ist irgendwie vorgeschoben. Und darüber, über diese Themen dahinter, da müssen wir eigentlich rankommen. Es gibt einen christlichen Blogger, Steve Volke, der hat was sehr Schönes in dem Zusammenhang übrigens gesagt. Der hat gesagt, Diskussionen zwecklos, es hilft nur noch lieben. Diskussion zwecklos, es hilft nur noch lieben. Er hat zwei richtigen Sachen gesagt. Diese Diskussionen führen oft ins unendliche Enden im Streit und im Konflikt. Es ist oft zwecklos. Es hilft nur noch lieben, das hilft aber auch. Diese Menschen wollen überhaupt geliebt werden. Und im ersten Johannesbrief gibt es ja ein interessantes Bibelwort. Das heißt, die Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe treibt die Furcht aus. Das ist ja interessant. Nicht Sicherheit treibt die Furcht aus. Nicht Lösungen treiben die Furcht aus. Nicht Fakten treiben die Furcht aus. Liebe treibt die Furcht aus. Also ich bin jetzt in dem Zusammenhang mit diesem Thema Verschwörungstheorien da nochmal auf dieses Wort gestoßen. Aber das ist genau der Punkt, weil es genau darum geht. Menschen wollen geliebt werden und letztlich das, was mir Sicherheit gibt, was ich für mein Leben brauche, auch in dieser unsicheren Corona-Zeit, ist Vertrauen und Liebe, und ich kriege es nicht über eine schnelle Lösung, schon gar nicht, aber über eine neue, nicht über eine neue Theorie, sondern letztlich, wenn ich weiß, ich werde geliebt und von Menschen und letztlich von Gott, also dass man ihm vertrauen kann. Und
wenn wir da hinkommen im Gespräch, das wäre natürlich wunderbar. Es ist ganz wichtig, dass man dafür betet, dass das gelingt. Also ich habe gerade noch mal gedacht, all das, was du da so an Ratschlägen gegeben hast, das kann man ja auch eins zu eins eigentlich auf Angehörige von Sekten anwenden. Das ist ja bei Sekten... Das gleiche Thema. Genau, da ist ja auch im Grunde eine Verschwörungstheorie, ähnliche Sache dahinter. Und da geht es letztlich, wenn die dann mit ihren Zeugen Jehovas einen dann zufeuern mit ihren rausgerissenen Bibelstellen, dann ist klar, man stellt sich dem, um zu zeigen, ja, ich kenne die Bibel auch, aber das Eigentliche ist immer, wo ist das Herz der anderen Person und ja. Wo kann ich den Menschen, der mir da begegnet, unter Umständen mit der Liebe Jesu erreichen. Insofern kennen wir das Phänomen eigentlich schon ziemlich lange im christlichen Raum mit den Sekten. Und es ist tatsächlich auch da oft eine psychische Sache, die dahinter steht oder irgendein Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Ordnung, nach Klarheit. Sehr ähnlich das Ganze, ja. Und in dem Zusammenhang finde ich schon, also Fakten und Diskussionen, wie gesagt, wenn man die Kraft hat und sich darauf einlassen und die Zeit, sich darauf einzulassen, ist schon auch wichtig, dass man solchen Theorien einfach mit Fakten auch begegnet, da muss man sich damit beschäftigen. Aber gerade wir als Christen oder wir als Kirche haben da auch was ganz Wichtiges dazu zu sagen, nämlich die Hoffnung, von der wir leben, auf die wir zuleben und von der her wir leben, das wird eine ganz wichtige Botschaft für diese Menschen sein. Okay. Vielen Dank, Reinhard. Vielen Dank für dein Reinarbeiten in die Thematik. Vielen Dank an Steve Volke und das, was er da so quasi jetzt über Bande hier auch reingegeben hat mit dieser Idee oder mit diesem Ansatz, die Verschwörungstheoretiker mit Liebe zu erreichen. Und dieses Bibelwort, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, dass die Antwort eben nicht ist, den anderen mit Argumenten fertig zu machen, oder und sich selber als Sieger daraus hervorgehen zu lassen, sondern dass es irgendwie dazu kommt, dass das Herz von der Liebe Jesu erreicht wird und dann so die Verschwörungstheorie nicht mehr gebraucht wird, sondern man in Freiheit wieder leben kann. Genau. Ich finde oft, ja, das ist ja, die reden ja ohne Punkt und Komma oft, aber wir haben eine bessere Geschichte zu erzählen. Lass uns sie erzählen. Wir haben die bessere Theorie sozusagen. Wir haben die bessere Story. Ja. Amen dazu. Vielen herzlichen Dank. An alle, die uns zugehört und zugesehen haben, schön, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch Gottes Segen. Haltet die Ohren steif und bleibt behütet. Und dann bis zum